Also, ihr müsst euch das mal angucken hier. Das heißt, euch fällt nichts groß auf, aber da vorne kommt der übelste Schneesturm. Und das merkt man. Da vorne zieht so eine Böenfront durch. Hier vorne auch. Da ganz hinten auch, also da werden Böen drin sein, Schneeverwehungen. Vorhin hat es ja schon einen Schneesturm gegeben. Das hier wird der heftigere von der Art her. Das ist ein Schneeschauer, der gerade aus Magdeburg gezogen kommt. Oh, ist das windig? Oh, ist das windig? Oh mein Gott. Das ist windig, Leute. Da kommt gleich voll der Schneesturm. Leute. Und das werde ich auf Video festhalten, was da auf uns zukommt. Alter, ich fotografiere das. Das sieht irgendwie krass aus. Im Video nicht so, aber. Sieht irgendwie gerade voll gruselig aus. Und die Stimmung hier, die ganzen Geräusche, die Züge und so alles, die da im Stadtzentrum langfahren, die machen auch irgendwie so eine richtige Atmosphäre. Ja. Fenster zu. Oh ey, lass das. Komm, du kannst jetzt hier aufräumen. Du hast hier mit wilde Sau gespielt. Hä, was für wilde Sau? Das war Milane. Hä? Du warst hier mit drinne. Das war Milane, ich hab hier noch vorhin mit aufgeräumt. Mann ey. Was, das Licht hier wieder aus? Nee, erstmal kann es aufgeräumt werden. Das kann Milane machen, ich hab das hier aufgeräumt. Alter. Junge, Junge, Junge. Du Kacke. Da hinten seht ihr das richtig, da kommt eine richtige Front. Ich habe mir ein paar Fotos gemacht. Da kommt ein richtiger Wind. Alter, das zieht schnell, wenn ihr das bemerkt. Man sieht da irgendwie richtig, wie unten der Schnee da lang fegt. Man sieht das richtig, diesen Kern. Ich kann euch mal das Radarbild zeigen. Hat auf jeden Fall ein sehr starkes Echo. Da seht ihr es, was da gerade kommt, aus Richtung Magdeburg. Sehr starke Niederschlagssignale. Naja, guck mal, würde das jetzt Regen sein? Wäre das Regen, dann wäre das ganz schwach. Aber guck mal, da kommt Schnee raus, das wird richtig heftig. Wartet mal ganz kurz. So Leute, ich habe ganz kurz den Fernseher da leiser gemacht, der ist übel laut. Also da seht ihr den starken Schneekern, der da kommt. Da kommt richtig heftig Schnee runter. Wo ist denn das jetzt hier? Okay. Das ist so stark bis mäßig. Das zieht sehr schnell. Ui, guckt euch deinen Kern da mal an. Da ist ein richtig kräftiger Kern. Guckt euch das mal an. Das zieht halt genau auf uns zu. Das ist richtig fett.
Wir gehen gleich wieder ans Fenster. Ich warte hier nur, bis ich das da verwenden kann und das. Hier unten gibt es auch ein kleines Wintergewitter. Dort wird es richtig zur Sache gehen, wahrscheinlich. Vielleicht suchen hier gleich auch die Blitze. Es wird halt immer kräftiger irgendwie. Das war vorhin hier oben so eine kleine Linie. Die war aber ganz schwach. Und jetzt ist es auseinandergegangen, jetzt wird ganz stark. Oh, Hilfe. Warte, ich zoome mal ein bisschen ran. Ui. Das ist ja immer noch hier. Ach, doch nicht. Das hier aber. Ach komm schon. Ich bin hier unten noch eine schöne Backelbe. Und da. Und gleich das richtige Schneeproblem. Boah. Janik? Was? Du kannst bahnen. Nee, jetzt nicht. Janik hat gesagt, Mama. Oh, Alter, Junge, wie die mich nerven kann. Janik! Jetzt gerade nicht. Du lässt die Fenster zu. Ja. Oh, Alter, Hilfe. Ui. Alter. Snownado. Junge, guckt euch das mal an. Seht ihr das da unten? Wie es da abgedunstet ist? Das ist richtig der Schnee. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an hier. Guck mal. Ey, das ist voll dunkel hier gerade, ne? Die Wolken. Guck mal. Eben gerade war das noch voll hell. Jetzt gehen hier draußen die Lampen an. Wenn diese Front über uns hinwegzieht. Guck mal, der Wind wird auch immer kräftiger. Da drinnen wird es gleich richtig zur Sache gehen. Ach du heilige Kacke. Alter, da ist richtig Snownado. Guck mal, seht ihr das? Was da für ein Sturm kommt? Ach du Kacke. Das kommt alles von da, von diesem Zentrum da. Das sieht halt genau auf uns zu. Das sieht wirklich aus wie so ein richtig fetter Tornado, Alter. Also hier sind ja auch Tornados möglich, ne? Weil sich hier halt jetzt die kalte Luft vor die warme Luft schiebt. Deshalb kann natürlich immer wieder was passieren. Aber natürlich nicht so wie im Sommer, ne? Hier unten ist es übel mild. Und oben schiebt sich voll die Kaltluft vor. Wie es typisch ist. Oh mein Gott. Da ist richtig der Snownado, der richtige Blizzard, der da vorne gerade durchzieht. Alter, wie windig das da gerade draußen wird, ne? Hier wird es gleich richtig Verkehrschaos geben, weil... Wenn ihr euch mal das da auf dem Radar angeguckt habt, das ist für Schneeverhältnisse abnormal krass. Und ich hoffe, dass hier gleich die Blitze zucken. Wenn nicht, dann bin ich hier ganz enttäuscht. Oder ich bin ganz enttäuscht, wenn ich hier gleich keinen Schneesturm sehe. Ne? Alter, wie windig das da draußen wird. Junge.
Oh Gott. Alter, da hinten wird immer dichter. Wie bei einem Tornado. Alter Junge. Guckt, seht ihr das? Wie das da immer dichter wird unten? Das sieht doch wirklich aus wie so ein fetter Trichter, der da unten gerade lang fegt. Alter. Das sieht halt genau auf uns zu. Ich mache mir gerade schon ein bisschen Sorgen, ob da wirklich ein Tornado gerade drinnen wütet. Es ist egal, ob da Schnee drin ist oder nicht. Es kann sich trotzdem ein Tornado bilden. Der vor allen Dingen noch von dem ganzen Niederschlag wütet ist, falls es da einer ist. Oh mein Gott. Scheiße, oh Gott. Oh, jetzt kommt. Es kommt. Oh mein Gott. Das ist hier richtig spannend. Gucken, wie es auf Rad aussieht. Vielleicht, wenn ich da wiederkomme, fegt der Sturm. Gleich, wenn ich wiederkomme, fegt der Sturm. Des Todes. Wie man es nennt. Warte. Jo. Scheiße, das hat sich abgeschwächt. Außer ein kleiner gelber Kern, der da noch ist. Da, oh mein Gott. Guck mal hier. Das sieht halt wirklich aus wie so ein Tornado. Guck mal. Bogenförmig. Wie im Sommer so Bauechos. Krass. Oh nee! Kann ich hier filmen? Ich filme mich eben vom Schlafzimmer. Alter, ich sehe da hinten nichts. Alter, da hinten. Das versinkt alles im Schneesturm. Oh mein Gott, Leute. Warum ist denn hier jetzt die Helligkeit so. Kacke, was ist denn hier los? Ah, jetzt. Warte mal. Mama, ich muss schon filmen. Mama, bitte kannst du kurz einen Zwischenstopp machen? Ich muss filmen. Was? Ich muss filmen. Wieso? Du musst ja nicht filmen. Doch, da kommt ein Schnee schon. Oh, nee. Du hörst jetzt bitte damit auf. Ich mach doch nicht umsonst die Heizung an. Ich mach doch gar nicht mal das Fenster auf. Trotzdem. Alter, da hinten sehe ich gar nichts. Da hinten wird alles vom Schnee verschluckt. Vom Sturm. Alter, man sieht da hinten den Funkturm gar nicht mehr. Alter. Jo, der. Alter. Der ist komplett weg. Der ist komplett weg. Oh, Alter. Das sieht da nur noch so. Dein Ernst jetzt?
Alter. Milan. Hör auf zu so schmatzen. Keine Kiel. Du lässt das Licht aus. Licht an. Licht an. Alter, ich sehe da hinten gar nichts. Der Funkturm ist jetzt komplett weg. Man sieht nicht mal das rote Blinken. Ja, jetzt kommt's richtig. Jetzt kommt's richtig. Da vorne wird es so orange. Wie dann richtig die Schneefront aufzieht. So typisch. Wenn der Horizont orange wird. Oh mein Gott. Alter, das wird halt immer dunkler. Alter, schneit es da draußen schon, oder? Ich glaube, da draußen schneit. Jetzt kommt, ich sehe es. Da vorne verschwindet alles. Draußen schneit jetzt. Okay, Leute. Jetzt kann ich in mein Zimmer. Ja? Ich mache einfach das Fenster auf. Oh mein Gott, da draußen. Ist das heftiger Schneefall da draußen. Leute. Yo. Oh mein Gott. Hier draußen der übelste Schneesturm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Alter, das ist wie ein Downburst. Ach du Kacke. Ach du Kacke, ich mach das Fenster zu. Ich geh in mein Zimmer und mach da das Fenster auf hier. Hier kommt ja alles rein. Hilfe, Sturm. Gott, Alter, Leute. Scheiße, ist das heftig. Junge. Alter. Schneesturm. Ja. Oh mein Gott, Alter. Scheiße. Hier schneit's nicht rein, alles gut. Alter. Was denn? Ach du Scheiße. Leute. Jo. Alter. Junge. Alter! Junge!
Heilige Scheiße, Alter. Junge, guckt euch mal den Schnee an. Alter, Junge, guckt euch das an. Alter, Junge, das ist ja mal hier der abnormale Schneesturm. Schneesturm des Jahrtausends, Leute. Alter, oh mein Gott, das ist ja ein Tornado, Alter. Alter, meine Augen. Hilfe, ich bekomme das alles in die Augen. Das ist ja Pulverschnee. Oh mein Gott, Alter. Scheiße, Alter. Guckt euch das mal an. Junge, würde das hier im Sommer langfegen, Alter, das würde richtig heftig sein. Das würde hier die Bäume umhauen, Alter. Junge, Junge, das ist ja mal hier gefühlt der abnormalste Downburst, den du dir vorstellen kannst. Das ist ja genau das gleiche wie letztes Jahr am 13. Januar. Habe ich ja auch auf meinen Kanal hochgeladen, Alter. Junge. Alter. Genau die gleiche Wetterlage. Genau das gleiche. Genau der gleiche Schneeschauer. Alter. Das ist krass. Zieht euch das mal rein. Hier unten, guck mal, wie der Schnee in Sekunden ansteigt. Das ist ja krass, Alter. Aber richtig. Junge. Man sieht da hinten gar nichts. Ey, die ganzen Autofahrer, ne? Du heilige Kacke. Langsam wird der Wind schwächer. Guck mal, wie der eine hier extra langsam fährt. Ah ne, der muss hier parken. Ich dachte, die muss die Gefahr hier bei diesem Blizzard bewusst. Alter. Alles klar? Junge, Junge, Junge. Es wird ja immer schwächer wieder. Ich kann ja mal wieder woanders kurz vorbeigucken. Smoke. Junge, Junge. Alter, bei uns fängt es gerade erst an. Oder? Ihr habt keine Ahnung. Alter, zieht euch das rein. Ich mach mal kurz so schnell. Oh, Schneesturm. Oh mein Gott, Alter. Hier kannst du dir Schneemann bauen, Junge. Yes. 13. Januar 2.0. Ja gar keinen Schneeball bauen, Leute. Das ist Pulverschnee. Hilfe! Oh, meine Hände, das ist kalt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, oh Gott. Oh ne, jetzt nimmt der Blizzard wieder zu. Ich muss zumachen. Oh mein Gott. Ja, die ganze Zimmer! Schnee! Ja, die ganze Schnee! Ja, Lasse, nein, raus damit, raus! Raus damit! Ich pack das ins Gefrierfach. Ich will es mir für die nächste. Okay. Ich will es mir aufsparen. Ich lässt den Schneeball da drinnen. Die nächsten Jahre wird es eh keinen Schnee geben, also spare ich mir das auf. Ich
Nein, das war irgendwie Lane. Was? Das war bei mir Lane. Nein, nein. Du hast da. Oh mein Gott, jetzt habt ihr wieder richtig ange. Jo, what the fuck? Alter, guckt euch das mal an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter. Guck mal hier, unten Schneematsch. Alter. Aber jetzt sind es also schon ein bisschen Verwehungen, aber nicht so richtig jetzt der Overpower Power Sturm. Alter, der Schneematsch. Was geht ab? Alter, guck mal. Die Fahrradfahrer hat richtig Probleme. Während dieser Schneeschauer hier gerade voll durchzieht. Gerade voll die Kraft gewinnt. Oh yeah. Oh, wartet mal, Leute. Ich hab da so eine Idee. Ich hab da so eine Idee. Ich hol kurz meine Anfängerkamera. Hier so eine. So eine komische Kamera. So billig. Kann man gut als Anfänger benutzen. Alter, das ist krass. Alter, dass du das diese 2 Jahre mal wieder sehen darfst, das ist echt ein Wunder. Richtig krasser Schneefall. Leute. Ey, diese Flocken, ne? Die sind ja fetter als. keine Ahnung. Fetter als Leute, die über 100 wiegen. No hate. Ja. Die Junge, diese Flocken. So was sieht man selten. Hier in Mitteldeutschland, sage ich ganz ehrlich. Oh, Alter, ich filme irgendwie voll tief. Alter. Ich habe halt nur ein T-Shirt an, Alter, mir ist übel kalt. Alter, die Aufnahme geht gleich eine halbe Stunde lang, Leute. Shitty. Oh my gosh. Durch die Flocken an, die sind krass. Oh mein Gott, mein Display. Da hat was abbekommen. Oh. Oh mein Gott. Guck mal. Was ist denn jetzt los hier? Ich weiß zwar, das ist dumm, aber ich will die Kamera raus im Schnee stellen.
und das dann hier alles aufnehmen. Ich habe noch eine Idee. Wartet. Ich nehme hier ein bisschen Papier und verdecke das, falls die Kamera nicht wasserdicht ist. Verdecke ich das ein bisschen mit Papier. Und das mit Schmierpapier. Hier seht ihr es. Dann wird es auch keine Probleme geben. Alter, guck mal, wie das da fest. Alter, das friert sich ja direkt fest. Alter, Leute, jetzt fällt ja hier fast gar kein Schnee. Aha, bitte flieg nicht weg. Dann werde ich wieder verurteilt vor Gericht wegen Umweltverschmutzung. Emily. Oh mein Gott. What the fuck? Guck mal. Ah, scheiße, es zieht gerade durch. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Hatten aber schöne Action, Leute. Muss ich ehrlich zugeben. Meine Erwartungen für diesen Tag waren zwar krasser, weil heute früh sollte es ja richtig heftig Sturm geben. Dabei auch vielleicht ein paar Wintergewitter. Ist dann aber auch nur mit Regen bei uns angekommen, mehr nicht. Leider, leider, leider. Ja, und unten taut jetzt wieder alles auf. Was willst du erwarten bei diesen Temperaturen? Leute, guckt euch das an. Alles taut wieder auf. Aber wir hatten einen schönen Schneesturm. Ja. Den man natürlich vor Augen auch haben will. So einen schönen Schneesturm. Das ist gut. Was ich hier bekommen habe. So. Also, Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ja, war auf jeden Fall nicht dummes Rumgewackle. Und wenn ich mal rumgewackelt habe, dann habe ich gezittert, Leute. Okay, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.